Yo, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Wir sind jetzt gerade. Boah. Entschuldigung. Wir sind jetzt gerade dabei, uns unseren eigenen Squad herzustellen. Und ja, wir haben hier eine sehr gute Auswahl an wenigen Männern und Frauen. Und. Wer jetzt in meinen eigenen Squad kommt, das werden wir jetzt mal sehen. Wir haben hier schon einige Leute. Die wir aber nicht entfernen können, weil sie ja weil sie einen bestimmten Rang haben. Alicia ist zum Beispiel hier der Sergeant oder Corporal. Nee, sie ist der Corporal. Ich glaube, er ist auch Corporal und sie ist der Sergeant. Die können nicht rausgehen. Aber dazu erstmal gleich mehr. Gucken wir uns mal an, wen wir hier alles haben. Wir haben hier. Gucken wir mal. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen hier ja, viele Scouts, danach viele Schockeinheiten, ein, zwei Lancer, ein, zwei Ingenieure und ich glaube beide Sniper. Aber gut, fangen wir an. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal Ted. Hi, domo, Ted Justinov desu. Yoroshiku onegaishimasu. Jo. Ihr werdet alles tun, was ich sage. So, wen haben wir noch? Ja, sie kommt, glaube ich, in der Anime-Serie vor, die es von Valkyria Chronicles gibt. Die ist, glaube ich, eine der Hauptcharaktere, wenn ich mich nicht irre. Deswegen nehme ich sie auch mal rein. Ha. Susie. Die Anime-Serie habe ich übrigens noch nicht geguckt, also stell mir keine Fragen darüber. So, wen nehmen wir noch? Wir haben ein Männchen und ein Weibchen und wir haben schon ein Weibchen als. Ich werde schon ein bisschen ausgeglichen haben, muss bei mir einfach sein. Gleichberechtigung für alle. So, wir haben zwei Mädels. Dann nehmen wir einen Typen noch. Weiß nicht. Frag mich jetzt nicht, wer alles in was der Beste ist und überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir nehmen ihn ja. Wavy. Geil. So. Dann nehmen wir einen Schocktrupperin. Haben wir ja schon. Hier, Rosie. Ja, da ist erstmal ein Männchen. Wen nehmen wir denn da? Werde auf, hier fehlen einige, aber die kommen irgendwann alle. Keine Sorge. Maika. Bam. Oder Mika. Ihr müsst alles tun, was ich sage, übrigens. So. Ja, den Liebling hier von fast jedem Valkyria Chronicles Spieler nehme ich natürlich auch mit. Eddie. So. Nina, ist das ein Typ oder ein Mädchen? Keine Ahnung. So. Die Typen hier sehen jetzt nicht so interessant aus. Nehmen wir sie, sieht krass aus. Kaboom! So. Überspringen wir es, ich kann ja immer noch. Okay. Ja, John, komm rein. Den muss ich einfach mitnehmen. Okay, ja. Keine Fragen stellen. Wen nehmen wir noch? Ich weiß nicht. Können wir uns auch so vier nehmen? Es werden ja nicht immer alle an einem Kampf teilnehmen, aber trotzdem. So, wir haben zwei Mädels. Zwei Typen schon als Lancer. Nimm mal ein Weibchen. Hier, Elise. Elise! Und wen noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, jetzt sieht cool aus. Yoko, komm mit.
Okay, haben wir eine Erfahrene. Und wo ist er? Ich suche einen bestimmten. Jawohl, Herbert. Er muss einfach rein, den kenne ich noch. Wen haben wir noch? Ich weiß nicht. Nadine. Ja, Nadine. Ich werde höchstwahrscheinlich auch einige Einheiten hin und wieder mal wechseln, um alle mal zu zeigen. So, und ich würde sagen, wir nehmen beide Sniper mit, also Oscar. Bams. Und Catherine. Wie gesagt, ich werde auch hier die Truppen hin und wieder mal wechseln. So, jetzt muss ich mal gucken, von was haben wir denn jetzt genug? Ich würde sagen, einige Scouts nehmen wir noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir nehmen noch auf jeden Fall 2 Scouts, würde ich sagen. Und zwar würde ich sagen, ich weiß nicht. Hier nehmen wir sie, die Franzosen. Klingt sogar französisch. Oh Gott. Und weiß nicht. Wen haben wir denn noch alles? Hermes, Nose. Der Götterbote. Ich weiß nicht. Nehmen wir ihn. Nose. Woodward. Hi. Okay. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich mal sagen, 2 Shock Trooper. Oder machen wir doch hier irgendwie anders. Ich nehme mal noch erst mit. Karl. Wen haben wir noch hier alles? Oh, das wird jetzt langsam schwierig. Wer soll denn hier noch alles rein? Oh, nehmen wir sie. York. Oh ja, wie ich mich um dich kümmern werde. So, und noch ein Typen irgendwo. Nimm mal ihn, Kevin. Kevin Abbott. So, unser Höllentrupp, der alles fertig macht, ist jetzt komplett. Gehen wir nochmal durch. Wir haben im Team Alicia, Ted, Wavy, Nose, Nancy, Susie, Frasia, Rosie, Kevin, Mika, Wendy, Eddie, Lago, John, Yoko, Elise, Herbert, Nadine, Oscar und Catherine. Mit dem machen wir alle platt. Ach, unter Dreieck kann man auch noch hier noch gucken, was das hier alles auf sich hat, aber darauf gehen wir jetzt irgendwann später mal ein. So, unser super awesome Trupp. Ach, perfekt. Weil sie mir gehören, weil sie mir gehorchen. ちゃんと兵科訓練を受けているから安心して。これまであなたと共に戦ってきた隊員たちと陛下のレベルという点では遜色ないわ。だから隊員を入れ替えたからといって Da finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Dass die alle gleichzeitig aufleveln. あとは自分なりに考えてやってみなさい。
So. そういえば、ファルディオは第一小隊の隊長だって言ってたな。あいつも今頃舞台編成とかやってるのかな。よし、僕も僕なりに頑張ってみるか。 Okay. Was haben wir denn noch? Squad Barke. Da können wir gucken, was es mit unseren Mitgliedern auf sich hat, ne? Okay. Ach, hier können wir die Waffe ausrüsten, die wir bekommen haben. Wow, warum ist sie denn so viel schlechter? Aber gegen Personen ist sie verdammt stark. Das ist diese Knarre, die wir von diesen einen Typen bekommen haben. In dieser Level, wo wir mit Waken mit dem Panzer gekämpft haben. Der Typ, der hinterm Baum war, ihr wisst schon. Keine Ahnung. So, gehen wir zum Training Field. Ich glaube, das letzte schaffen wir aber nicht mehr. Bleah. ジムシども、俺が今日から貴様らを鍛える教官だ。まあ、鍛えると言っても大したことはできない。所詮、実戦に勝る訓練などないからな。ニベルンセアハッドランエイム、オッケー。貴様らが実戦で積んだ経験を俺に示してもらう。俺はそれをもとに貴様らの能力を伸ばしてやる。つまりここは Wieso? Ich bin der Star. Level war Heka-Gotten-Sette-Sarte-Tee. Wenn wir zum Beispiel Scouts aufleveln, dann wird jeder Scout in meinen Squad aufgelevelt. Jeder, der denkt, der besser ist, kann nach Hause gehen, dann hätte ich schon gar nicht erst kommen müssen. Oh, muss das sein? Ich kann das so erklären, in einem Satz. Erstmal wird gekämpft, damit wir Erfahrung bekommen. Dann werden die Erfahrungspunkte in den Soldaten reingesteckt. Von hinten. In Bohrer. Wir müssen auswählen, welche Klasse wir aufleveln. Und. Ach, das war's. So, jetzt können wir. Wow. So, jetzt können wir hier Erfahrungspunkte reinballern. Und. Können jetzt eigentlich schon locker alle aufleveln. Um ein Level. Und das mache ich auch. Jo. Ja. So, jetzt haben wir alle schon mal auf Level 2. No, ein neues Potenzial für die Lancer. Das heißt sozusagen eine neue Fähigkeit, die sich aber von jeder Person unterscheidet. So, jetzt könnte ich noch mehr aufleveln, mache ich mal nicht. Ich tue ein bisschen hier so ausgeglichen. So. Machen wir halt so. Was anderes brauchen wir hier Erfahrungspunkte, glaube ich nicht. Glaube ich. Okay, ich werde das jetzt ein bisschen abkürzen, weil wir haben keine Zeit mehr. Ja, ein neues Potenzial wird hinzugefügt. Natürliche Fähigkeiten, die sie stärken im Kampf. Und wir haben ein Kommando erlernt. Dazu aber mehr. Im nächsten Kampf. Ich habe keine Zeit mehr.
So, hier gehen wir nächstes Mal rein. Kann ich im Buchmodus gehen? Oh, leck mich an. Dann würde ich sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.